sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Ringvorlesung Quelle der Inspiration, Orden Spiritualität für heute ausgelegt. Ich bin Pater Frank Bayert, der Hochmeister des Deutschen Ordens, der Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem. Ich bin seit 2018 Generaloberer dieser Ordensgemeinschaft und lebe in Wien und habe heute die Freude und das Vergnügen, Ihnen den Deutschen Orden und seine Spiritualität ein wenig vorzustellen. Auch wenn das, was später einmal der Deutsche Orden werden sollte, im Jahre 1190 eher spontan vor den Toren Akkons, seiner wichtigen Küstenstadt im Heiligen Land, gegründet wurde, so geschah dies doch nicht aus heiterem Himmel. Es gab Gründe dafür und es gab Zeitströmungen, die gerade ein solches Institut an diesem Ort zu dieser Zeit begünstigt haben und entstehen ließen. Etwa 100 Jahre vorher, 1095, hat Papst Urban II. Auf dem Konzil von Clermont die christlichen Heere zur Hilfe für das vom Islam bedrohte Konstantinopel aufgerufen. Und daraus wurde dann rasch das, was man ab dem 17. Jahrhundert mit dem Begriff Kreuzzüge titulierte. Unzählige Männer, Frauen und Kinder sind nach Osten aufgebrochen um den heiligen Städten und Konstantinopel weicht da sehr schnell Jerusalem als zugkräftigerem Ort der Hand des Islam zu entreißen. Knapp 90 Jahre nach der Eroberung Jerusalems durch christliche Heere gelingt es im Juli 1187 einer muslimischen Streitmacht unter Sulayman Saladin, das christliche Heer bei Hattin vernichtend zu schlagen. Und bereits im Oktober des gleichen Jahres erobert Saladin Jerusalem. Damit ist der Traum vom Königreich der Himmel schon ein wenig ausgeträumt. Die Christenheit ist von diesem Ereignis tief erschüttert und sammelt zum Gegenschlag. Immer wieder ziehen Truppen ins Heilige Land mit mäßigem Erfolg. Tiefpunkt all dieser Bemühungen sind die Plünderung Konstantinopels durch christliche Heere 1204 oder der sogenannte Kinderkreuzzug von 1212. Im Zuge dieser Kreuzzüge entsteht so etwas wie ein neues Ideal der christlichen Ritter. Auch wenn nach unseren heutigen Maßstäben Krieg, Christentum oder gar Mönchtum sehr schwer zusammenzubringen sind, konnte man im Mittelalter aufbauend auf den Vorstellungen eines gerechten Krieges, die der heilige Augustinus entwickelt hat, diese scheinbar konträren Positionen doch einigermaßen gut verbinden. Die christlichen Ritter waren der Versuch, die beiden großen Ideale des Mittelalters, das Mönchtum, also das religiös geprägte Leben in Armut, Keuschheit und Gehorsam, mit dem der kämpfenden Ritter, jener, die sich primär dem Schutz der Pilger und dem Kampf für die Sache Christi widmeten, zu vereinen. Schon vorhandene Werte ritterlichen Lebens wie Treue und Dienst, auch die Minne, wurden sakralisiert. Christus wird zum himmlischen Heerkönig. Der Ruf Deus lo vult, Gott will es, erschallt über die Schlachtfelder. Wobei man dazu sagen muss, wie immer auf beiden Seiten. Auch die Muslime sahen den Kampf gegen die Christen als heiligen Krieg. In der Regel des Deutschen Ordens, der Brüder und Schwestern vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem, heißt es dazu, der Kampf mit dem Schwert war eine zeitgebundene Form, die nur aus dem Geist jener Zeit zu verstehen ist. Doch echte Ritterschaft kennt nicht nur diese zeitgebundene Form des Schwertkampfes, die vergangen ist. Vielmehr ist der Einsatz für Christi Reich, der Schutz der Wehrlosen, die Hilfe der Misshandelten, Bedrängten, Verachteten und Notleidenden die eigentliche Haltung des ritterlichen Menschen. Als im Jahr 1129 beim Konzil von Troyes die vom heiligen Bernhard von Clairvaux mitverfasste Regel des Dungen-Templer-Ordens bestätigt wird, hat diese neue Form der Verbindung von Mönch und Ritter erstmals gleichsam eine rechtliche Struktur genommen. Einige Jahrzehnte danach
bestätigt der Heilige Stuhl auch die Johanniter, aus einer Hospitalbruderschaft entstanden und sich stärker als die Templer dem Krankendienst widmend mit einer Regel. Daneben bilden sich schon in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts auf der iberischen Halbinsel mehrere Ritterorden, etwa der Orden von Santiago, von Calatrava oder von Avis, die aber eine relativ lokale Bedeutung besitzen. Neben den Templern und den Johannitern entstand Ende des 12. Jahrhunderts als dritter und letzter der großen Ritterorden der Orden der Brüder vom deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem, kurz Deutscher Orden genannt. Alles hatte damit begonnen, dass Bürger aus Lübeck und Bremen im Fahrwasser der Kreuzzüge ins Heilige Land aufgebrochen sind, um dort wahrscheinlich einerseits Handel zu treiben, aber auch so etwas wie Erlösung zu finden. Die spirituelle Komponente des Heiligen Landes darf bei all diesen Dingen nicht außer Acht gelassen werden. Die spirituelle Komponente jener Orte der Erlösung, der Geburt, des Leidens, des Sterbens, der Auferstehung unseres Herrn. Aber Kreuzzüge waren natürlich auch eine unglaubliche logistische Herausforderung und ein einträgliches Geschäft. Tausende Menschen und Tiere mussten versorgt werden. Als diese Kaufleute vor den Toren Akons an der Küste des Heiligen Landes ankamen, 1189, wurde Akon gerade von einem christlichen Heer belagert. Und es packte sie das Mitleid anscheinend mit den vielen Verwundeten und Kranken. Wenngleich es durchaus ein Hospiz gab, errichteten sie aus Teilen ihrer Schiffe ein Feldspital, ein Feldlazarett. Das Hospital hat von allem Beginn an mächtige Fürsprecher, wie etwa den Herzog von Schwaben, Bruder Kaiser Heinrichs VI. Und das führt dazu, auch mit Blick darauf, dass es ja in den Templern und den Johannitern schon verwandte Gemeinschaften gab, dass bereits am 6. Februar 1191 Papst Clemens III. Auf diplomatische Bitte des Kaiserhofes die Gemeinschaft unter den Schutz des Heiligen Stuhles nimmt, womit man die Gründung der Gemeinschaft in gewisser Weise als abgeschlossen ansehen kann. Ein Orden im eigentlichen Sinne ist das aber noch nicht. Zunächst ist es eine vom Heiligen Stuhl anerkannte Hospitalbruderschaft. Es folgt in den Jahren danach eine Vielzahl von juridischen Schritten, eine Vielzahl von Verleihungen, von Privilegien, die Begräbnisrechte, Kleidung, Almosen, Annahme etc. betreffen. Und im Zuge solcher Urkunden wird im Jahre 1197-98 die Gemeinschaft auch zu einem Ritterorden erweitert. Zu dem reinen Hospitalgedanken kommt dieser stärkere Aspekt des Ritterlichen dazu. Innozenz III. Gibt der Gemeinschaft die Regel des Templerordens für den Militärdienst und die der Johanniter für die Krankenpflege. Zum Ideal des Helfen und Heilens war jenes des Wehrens gekommen. Und diese Trias bleibt für die nächsten Jahrhunderte bestimmt. Bisweilen, muss man der Ehrlichkeit halber sagen, ist das dritte Element, das Wehren, vielleicht, dass das ein wenig an Übergewicht gewinnt. Gerade in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts nimmt der Orden unter dem Hochmeister Hermann von Salzer, der von 1209 bis 1239 die Gemeinschaft führt, eine unglaubliche Expansion. Hermann von Salzer ist ein hochgeschätzter Diplomat, ein enger Vertrauter Kaiser Friedrichs und damit in diplomatischen Diensten unterwegs. Und diese diplomatischen Dienste und die Aufträge, die Hermann von Salzer, der aus einem thüringischen Ministerialengeschlecht stammt, für den Kaiser, aber auch für den Papst ausführt, führen dazu, dass der Ordensgemeinschaft immer mehr Liegenschaften übertragen werden. Menschen schenken dem Orden Ländereien, Hospitäler sehr oft, Häuser. Und auch da haben wir wieder die Verbindung aus dem Eigennutz, im Wissen darum, dass der Hochmeister das Ohr des Kaisers hat,
und man dabei selber auch auf Vorteile hofft, aber man darf dabei nie auch die spirituell-christliche Komponente außer Acht lassen, indem die Menschen das, was der Orden tut, fördert, der ja in seinem Ideal im Auftrage Christi agiert, mitbauen will am Reiche Gottes, das Erlösungswerk Gottes zu den Menschen tragen will, in dem Maße, wo es dem Orden gelingt, partizipieren die Schenker an diesen Heilstaten, die der Orden vollbringt, partizieren damit letztlich, wenn man es biblisch grundlegen will, an den Schätzen, die der Orden im Himmel erwirbt. Die Liegenschaften des Ordens werden in Balleien unterteilt, die wiederum mit einem Landkomtur an der Spitze als oberstem Ritter in Komtureien unterteilt werden, denen jeweils ein sogenannter Komtur vorsteht. Der Orden verfügt über Kommenden, also Häuser, Niederlassungen in Ländern wie Zypern, Griechenland, Sizilien, in der Lombardei, in Spanien, in Frankreich und auch im sogenannten Heiligen Römischen Reich deutscher Nation verfügt der Orden sehr früh über Niederlassungen in Halle, in Nürnberg, in Prag, in Laibach, in Bozen und viele mehr. Es gelingt, nicht zuletzt auch aufgrund der militärischen Verfasstheit des Ordens und der Struktur, diese Güter zu verwalten und zu bewirtschaften, sehr erfolgreich. Die meisten dieser Häuser sind keine reinen Wirtschaftsbetriebe. Viele entsprechen dem Ursprungscharisma und haben in ihrem Verbund der Gebäude meist auch ein Hospital, ein Siechenheim. Für Österreich, in dem, wo ich lebe, zum Beispiel sehr entscheidend, bereits 1203 wird dem Orden in Kärnten, in Friesach, das Magdalenenhospital geschenkt. Bis heute betreibt unsere Gemeinschaft dort ein Krankenhaus. In den meisten Niederlassungen gibt es Ordenspriester, die für das Seelenheil der Brüder und Schwestern, die es auch schon von allem Anfang gibt, Sorge tragen. Hauptsitz des Ordens wird zu Beginn die nahe Akkon gelegene Burg Montfort. Und selbst als man in Jerusalem ein Haus bekommt und wir Jerusalem im Namen tragen, wird dort nie der Hauptsitz des Ordens sein. Die Ämter und Verwaltungsstrukturen des Ordens entwickeln sich sehr früh aufgrund des Vorbilds der kaiserlichen Kanzlei Kaiser Friedrichs II. Aus Sizilien entwickelt der Orden sehr schnell ein hochstehendes Kanzleiwesen, was die Überlieferungsgeschichte des Ordens bis heute sehr positiv beeinflusst hat. Oberstes Gremium des Ordens, und das hat sich bis heute nicht geändert, ist das sogenannte Groß- oder Generalkapitel, an dessen Beschlüsse auch der Hochmeister, der Generalobere, gebunden ist. Der Hochmeister wird auch schon im Mittelalter bis heute in freier und unabhängiger Wahl gewählt, ohne äußere Einflüsse. Im Mittelalter bestätigt das ein eigenes päpstliches Privileg. Im Mittelalter fungiert als Stellvertreter des Hochmeisters der Großkomtur, der auch für Handel und Vermögensverwaltung verantwortlich ist. Der Marschall ist zuständig für das Militärwesen und im Kriegsfall übersteht er über allen sogenannten Großgebietigern. Der Spittler ist der oberste Verwalter des Spitalswesens, der Drapier für die Kleiderkammer zuständig und später kommt noch der sogenannte Dressler dazu, der die Ordenskasse verwaltet. Der Begriff des Kreuzzuges und die damit verbundenen Ablässe wurden in dieser Zeit über den engen Einsatzradius des Islam und das Heilige Land hinaus auf alle Heiden ausgedehnt. Den Einsatz für den Glauben schlechthin, in der Art und Weise, wie man es in dieser Zeit verstanden hat. Da das Heilige Land ja immer noch unter starker Bedrängnis ist und sich seit der Eroberung Jerusalems 1244 die christlichen Gebiete auf wenige küstennahe Regionen reduziert hatten, suchte der Orden nach neuen Betätigungsfeldern, die im Einklang stehen mit dem Charisma des Helfen, Heilens und Wehrens und die dem Willen des Papstes entgegenkommen. Aus einem Ruf Konrad von Massoviens, der den Hochmeister bittet, ihm Truppen zum Kampf gegen die heidnischen Prussen zu überlassen, entsteht letztlich der Ordensstaat Preußen. Nicht als geschlossenes Gebiet, so wie Staaten in unserem Sinne,
ja in dieser Zeit auch noch kaum funktionsfähig und existent sind, sondern durchsetzt von anderen Herrschaftsgebieten, sehr häufig im Falle Preußens von Diözesen. Es gelingt auch dort nach und nach, diese Diözesen mit Ordenspriestern zu besetzen, was nicht immer heißt, dass die Bischöfe dann auch tun, was der Hochmeister wollte. Dieser Staat, der sehr singulär ist und der im Letzten ja auch nicht Eigentum des Ordens, sondern im Verständnis der Ordensritter eigentlich Eigentum der Gottesmutter war und der Hochmeister so etwas wie ihr Statthalter war, existiert bis 1525. Albrecht von Brandenburg-Ansbach ist zu dieser Zeit Hochmeister und das seit 1511. Er entscheidet sich, nachdem er selbst mit Luther in Kontakt getreten ist, den katholischen Glauben abzulegen und die neue Religion, den neuen Protestantismus anzunehmen. Er konvertiert und lässt sich vom König von Polen als Herzog in Preußen belehnen und damit verliert der Orden den Ordensstaat. Livland und Lettland bleiben noch einige Jahre länger beim Orden. Eine schwierige Situation für den Orden, weil dieses Ordensland über die Jahrhunderte hinweg durchaus auch ein konstitutives Element des Ordens geworden ist. Wie sollte es weitergehen? Wie soll die Identität des Ordens künftig aussehen? All das gelingt infolge des Reichstags von 1530. Und wir sind in einer Zeit, in der im Heiligen Römischen Reich Glaubenskämpfe herrschen. 1525 sind die Bauernkämpfe. Kaiser Karl V. kämpft an verschiedensten Fronten und kann aufgrund dieser viel Frontenkriege seine Erfolge auch gar nicht richtig nutzen. Die Bauernkriege, die auch den Orden betreffen, weil sie unter anderem die Residenz des obersten Ritters im Reich, des sogenannten Deutschmeisters, die Burg Horneck bei Gundelsheim zerstören. Die Konfessionsproblematik macht auch vor einem ritterlich-geistlichen Institut natürlich nicht Halt. Viele Ordenspriester, deren Position sich in dieser Zeit schon sehr verschlechtert hat, treten zum neuen Glauben über. Ebenso natürlich Ordensritter. Und das Faszinierende ist, dass es gelingt, über 300 Jahre hinweg unter der Führung eines katholischen Hochmeisters evangelische Christen, Ritter, lutheranischen oder calvinistischen Glaubens, aber auch katholische Ritter zu vereinen, mit Gelübden in einer einzigen Gemeinschaft. Das endet erst im 19. Jahrhundert, als der Orden dann nur noch auf die Länder der Habsburger Monarchie beschränkt ist und hängt weniger mit konfessionskritischen Aspekten zusammen, sondern vielmehr damit, dass unsere Ordensritter ja Adlige sein mussten in dieser Zeit und es in Österreich quasi keinen evangelischen Adel gab. Deshalb sterben diese evangelischen Ritter aus. Der Orden braucht immer wieder und vor allem nach diesen Glaubenskriegen angepasste Regeln und Statuten. Es ist das große Verdienst des ersten habsburgischen Hochmeisters Maximilians III., der die Regelreform auf den Weg gebracht hat und diese Regelreform auch Anfang des 17. Jahrhunderts zum Abschluss bringt. Der geistig geführte Ritter mit seinen Gelübden der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams bildet das Zentrum. Der Heidenkampf wird zeitgemäß in einen Türkenkampf umgewandelt. Jeder, der ein Amt anstrebt, muss mindestens 3 Feldzüge gegen die Türken teilgenommen haben. Trotzdem war man sich auch der theologischen, der geistlichen Komponente in dieser Zeit tief bewusst. In Mergentheim, wo der Orden seit dem Wegfall des Ordensstaates seinen Hauptsitz hat, entsteht ein Priesterseminar, damit nach den Vorgaben des Konzils von Trient ein solide, ausgebildeter Ordensklerus für die Seelsorge in den eigenen Pfarren und Pfarreien eingesetzt werden kann. Diese geistliche Komponente, die geprägt ist vom Ursprungscharisma des Ordens, zieht sich durch alle Zeiten. Der Text, der den Orden zu Beginn prägt, die sogenannte Gründungsüberlieferung, die aus dem 13. Jahrhundert, aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts stammt, spricht das sehr an. In der näherungsweisen Sprache dieser Zeit heißt es dort, nach Christi unseres Herrn Geburt
1100 Jahre danach, mit dem 90. Jahr, zu den Gezeiten, da die Stadt Akkon von den christgläubigen Menschen umliegt und mit Gottes Hulf aus den Händen der Ungläubigen erlangt und erobert war's, da haben etzlich christgläubige Manne von Bremen und Lübecke mit Barmherzigkeit bewegt ein Spital und ein Siegel eines Schiffs, das man ein Kokt nennet, gebaut und aufgerichtet, unter welches sie gar viel und manchen Kranken versammelten und das Bemeldspital mit großer Andacht versorgten. Dieser Text enthält einige wesentliche Gedanken, die die Motivation sowohl der Gründung als auch der bis heute ununterbrochenen Weiterführung dieses Gründungsgedankens beleuchten. Ein erstes, christgläubige Mannen. Grundlage für das Handeln deren Männer, dieser Männer, deren Namen wir nicht einmal kennen, war der Glaube an Christus. Sein Beispiel und sein Handeln bilden die Grundlage ihres Tuns. Nicht unbedingt nur spezifisch für diese Männer, nicht spezifisch für das Wirken unseres Ordens, aber doch als Grundelement und Grundhaltung für die weitere Geschichte maßgeblich. Nicht Selbstzweck, nicht bloße Humanität, schon gar nicht Kommerz, sondern der Versuch einer gelebten Christusnachfolge. Bis heute findet sich ein Bezug darauf in der Regel des Ordens. Wie die ersten Brüder des Hospitals St. Marien in Jerusalem der Pflege der Kranken, Pilger und Armen oblag, so sorgten sich die Ritter und Priester unseres Ordens auch später um die Armen, Siechen und Alten. Daher sollen die Brüder trachten, bei jeder Gelegenheit Werke der Nächstenliebe zu üben und besonders den kranken und vereinsamten Menschen Trost und Hilfe zu leisten. Sie sollen es im Geiste Jesu tun, indem sie im bedürftigen Menschen Jesus selber sehen und ihm in Demut und Hingebung zu dienen suchen. Es sind vor allem die leiblichen Werke der Barmherzigkeit, die Grundlage für die Gründung des Spitals unserer lieben Frau und all dieser frommen Stiftungen bilden. Hungrige speisen, durstige tränken, Fremde beherbergen, nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen und Tote bestatten. Diese Werke der Barmherzigkeit hat der emeritierte Bischof von Erfurt, Joachim Wanke, im Jahr 2007 in eine zeitgemäße Sprache, in eine säkulare Welt hinein neu übersetzt. Du gehörst dazu, ich höre dir zu, ich rede gut über dich, ich gehe ein Stück mit dir, ich teile mit dir, ich besuche dich und ich bete für dich. Diese oft zitierte Neuübersetzung mag eine mögliche Hilfe sein, auch für die Ausprägung und das konkrete Ausleben von Hospitalität in unserer Zeit. Ein zweites. Mit Barmherzigkeit bewegt. Nicht die Angst vor Strafe ist es, sondern das Herz, dem selbst in einer Zeit, die sicherlich in vielerlei Hinsicht roher und brutaler war als unsere Tage, Mitleid nicht fremd war. Barmherzigkeit, wie Christus sie den Seinen nahelegt. Seid barmherzig, wie es euer Vater ist, heißt es im Lukas-Evangelium. Das, was den Orden in seinem sozial-karitativen Engagement über diese Forderung Jesu hinaus prägte und motivierte, ist das biblische Paradebeispiel der Barmherzigkeit schlechthin. Eines der ganz bekannten Gleichnisse des Neuen Testaments, das Gleichnis des barmherzigen Samariters. Menschen zu helfen, nicht weil es Prestige bringt, nicht weil es Ertrag bringt, sondern weil dieser Mensch, der meine Hilfe braucht, der mein Nächster ist, der mein Bruder, meine Schwester ist, mehr noch, weil dieser Mensch Christus selber ist. Der Dienst am Kranken und am Bedürftigen ist damit eine Form des Gottesdienstes. Für den Kranken eine der Möglichkeiten, das Aufscheinen der Liebe Gottes, der durch Menschen wirkt, am Tun des Pflegenden, des sich Kümmernden zu erkennen. Der Samariter und seine Tatkraft
bringen mich zum dritten Stichpunkt der Prima Regula. Ein Spital unter ein Segel eines Schiffs. Die Männer bauen ihr Schiff oder zumindest Teile davon, wirtschaftliche Grundlage, hoher Vermögenswert und Möglichkeit der Flucht auseinander und errichten ein Spital. Es fasziniert mich immer wieder, was für ein anpackender und was für ein praktischer Glaube sich hier widerspiegelt. Sie hätten auch genauso gut für die Männer, die dort verwundet lagen, einen Messe lesen lassen können, für deren Genesung und dann ihres Weges gehen können. Aber das allein tun sie nicht, haben sie sicher auch, aber sie handeln noch darüber hinaus. Sie nehmen sich die Möglichkeit der Flucht bei einem Sieg des gegnerischen Heeres. Diese anpackende Frömmigkeit spiegelt sich dann vor allem auch in der Schutzpatronin des Ordens, der heiligen Elisabeth, wider, deren Heiligsprechung im Jahr 1235 maßgeblich auf das Bemühen des Ordens zurückzuführen ist. Elisabeth, Landgräfin von Thüringen, Tochter König Andreas II. Von Ungarn, verlässt die Wartburg, um den Menschen zu helfen. Sie lebt das, was wir heute Caritas nennen oder unter dem Begriff Caritas zusammenfassen. Und zwar nicht nur ein wenig und mit einer medienwirksamen Charity, sondern mit ganzem Herzen und mit ganzer Kraft. Wir werden auf Elisabeth später noch zurückkommen. Das Amtssiegel des obersten Spittlers, also des Leiters des Hospitaldienstes des Ordens, spiegelt in den geistigen Aspekt ebenfalls wider. Es trägt als Siegelbild die Szene der Fußwaschung. Der Herr selbst vollführt Sklavendienste, um den Jüngern deutlich zu machen, was es heißt, ihm nachzufolgen. Nicht Herr zu sein, nicht bedient zu werden, sondern mitzuhelfen am Reiche Gottes, indem wir Menschen Würde geben, indem wir Menschen helfen, indem wir den Dienst am Menschen aus der Liebe zu Gott und den Menschen heraus tun. Wenn wir für uns beanspruchen, Christus nachzufolgen, dann ist der Dienst an den Schwachen, den Kranken und Armen nicht in unser Belieben gestellt, sondern es ist Auftrag und es ist die Messlatte, an der wir einst gemessen werden. Die erste verschriftlichte Regel des Ordens, die im Namen der Dreifaltigkeit beginnt und schon im Prolog von der Mildigkeit den Siechen gegenüber spricht, geht relativ prominent mit dieser Frage um. Schon im 5. Kapitel wird darauf Bezug genommen. Unmittelbar davor ist geregelt worden, wie man umgehen soll mit der Schenkung von Spitälern. Der Landkomtur mit seinem Rat entscheidet darüber, sie zu nehmen oder nicht zu nehmen. Und neue Spitäler zu errichten, ist nur mit Zustimmung des Hochmeisters möglich. Das scheint eine frühe Form der Qualitätssicherung darzustellen. Wenn man in den Regeln der frühen Neuzeit liest, dann sieht man, dass dort ein starker geistlicher Aspekt deutlich wird. Es gibt keine Aufnahme in ein Spital des Ordens ohne die Ermahnung des neuen Gastes zur Beichte, wenn möglich auch zum Kommunionempfang. Der Kranke soll seine irdischen Dinge ebenso regeln, wie mit seinem Gott ins Reine kommen. An Sonntagen wird die Epistel gelesen. Im Haupthaus gibt es Prozessionen durch den Krankensaal, bei der die Kranken mit Weihwasser besprengt werden. Aber auch ganz praktische Dinge sind in dieser Regel des 15. Jahrhunderts festgelegt. Die Entgegennahme der Habe der Kranken gegen eine Quittung und dass nachts ein Licht brenne im Krankensaal, damit niemand stürze. Was die Nahrung der Kranken und Alten angeht, so sollen sie vor den Brüdern erhalten. Und man soll darauf achten, dass die Nahrung gut und reichlich ist. Der sogenannte Küchenzettel, mehr eine Ordnung, denn ein Küchenzettel, der normalerweise Verbrauchsmengen angibt, aus dem Jahre 1380 für die Kommende Frankfurt, ist hier ein guter und früher Beleg. Von Schwein und Kalb ist die Rede, von Eiern, Fisch und sogar Kuchen. Aber lassen Sie uns noch ein wenig stärker auf dieses Thema des Charismas und der Spiritualität hinschauen.
Paulus spricht von Gnadengaben, die die Menschen erhalten haben durch Gottes Güte und Liebe. Diese Gnadengaben sind, und das ist für Paulus sehr evident, nie Eigenzweck, sondern sie sind immer auch Auftrag. Es ist die mobile und aktualisierte Wirkung des Geistes, die in der Auslebung dieser Charismen für andere sichtbar wird. Das Hinschauen auf die Nöte der Kirche, auf die Nöte der Menschen, das Hinschauen auf die konkrete Situation dessen, was der Mensch braucht, jetzt, heute, hier. Als Teilgaben entfalten sie sich erst in der Kommunikation und in der Wechselwirkung. Niemand hat alles bekommen. Keiner hat nichts bekommen. Erst wenn wir miteinander wirken, erst wenn wir uns zusammenschließen zu einer Gemeinschaft, um die Fülle der Gaben zu nutzen und zu bündeln, erschaffen wir die Vollform dieser Charismen, werden sie in vollem Maße fruchtbar. Und diese Vielfalt ist wichtig. Der Mensch, der lernen muss, seine Charismen zu entdecken, sich in der Freude über diese Charismen auch anzunehmen, auch im Wissen, dass er Grenzen hat, dass er Fehler hat und Schwächen hat. Und ich glaube immer, je authentischer ein Mensch ist, umso charismatischer wird er auch. All das, was wir mitbringen an Fähigkeiten, an Talenten, an Charismen, sind letztlich Geschenke Gottes an uns, aber nicht für uns selbst, sondern Geschenke an den Menschen, für den Menschen. Der Deutsche Orden versucht, diese Charismen seiner Mitgliederinnen und Mitglieder zu bündeln, zu kanalisieren in dem Schlagwort des Helfen und Heilens, das nicht Theorie ist, sondern das in der Praxis einen Niederschlag haben muss und hat. Und dort, wo es gelingt, das alles umzusetzen, dort entsteht eine große Zeugnishaftigkeit. Dort haben wir und finden wir Elemente der Evangelisation und der Verkündigung. Nicht durch große Worte, sondern durch das, was Menschen füreinander tun. Die Sensibilität und die Sehnsucht nach dem Transzendenten ist allen Menschen zu eigen. Viele Menschen sind Suchende, gerade in unseren Tagen. Viele Menschen spüren, dass da noch etwas mehr sein muss, als das, was ihr unmittelbares Lebensumfeld ausmacht. Wir als Christinnen und Christen verstehen uns auch als Suchende auf dem Weg der Nachfolge, aber wissen uns in diesem Suchen auch immer schon als bereits von Gott Gefundene. Wir leben aus dem Geist heraus. Charismen sind etwas Individuelles, mit der Persönlichkeit, mit der Person verbunden. Die Spiritualität hingegen ist die Grundlage einer Gemeinschaft. Der Geist, der in einer Gemeinschaft wächst, der sich entwickelt durch die Zeiten hindurch, durch die Menschen, die diese Gemeinschaft bilden. Dann, wenn wir versuchen, in Achtsamkeit miteinander umzugehen, dann, wenn wir versuchen, eigene wie gemeinschaftliche Formen der Frömmigkeit miteinander zu leben und damit diese Ordensgemeinschaft, die Regeln und Statuten mit Leben zu erfüllen. Für den Menschen des Mittelalters, als der Orden gegründet wurde, hatte Religion natürlich einen völlig anderen Stellenwert als für die Menschen weitgehend in unseren Tagen. Die Menschen sind erzogen worden und glaubten wahrscheinlich auch an eine gottgewollte Ordnung, die aus Adel, Klerus und Bauern bestand. Der Zeit, als der Orden gegründet wird, entstehen Städte, neue Formen der Vergesellschaftung entstehen und damit auch neue Herausforderungen für die Menschen, aber auch für die Seelsorge. Und der Orden entsteht in einer Zeit, in der der Papst einen hohen Machtanspruch hat und auch eine hohe Machtfülle hat. 100 Jahre vor der Gründung des Ordens circa der Gang nach Canossa, Heinrich IV., der sich Gregor VII. Unterwirft. Einige Jahre nach der Gründung, dann die Bulle Unam Sanctam von Boniface VIII., in dem dieser darlegt, dass dem Papst alle Macht gegeben ist über
die weltlichen Herrscher und die geistlichen Dinge. Aber auch der Niedergang des Ordens und des Papsttums. Der Niedergang der Templer etwa im 14. Jahrhundert oder auch das Exil von Avignon. Wir haben Menschen im Mittelalter, die zu einem großen Teil nicht des Lesens fähig wären, aber die trotzdem durch Bilder, durch die Kirchenbauten, durch die Erzählungen herangeführt worden sind. Eine Zeit, die von einem großen Aberglauben noch geprägt ist, eine Durchsetzung mit christlichem Gedankengut setzt ja erst viel, viel später ein. Dieser Zeit entstehen neue Orden, Franziskaner, die Dominikaner, die gerade dieses aufkommende Städtewesen auch in den Blick nehmen und darauf reagieren. Und wir haben natürlich eine Zeit, die sehr viel stärker noch geprägt ist von Umwelteinflüssen. Die Pest, Missernten, Katastrophen, all das prägt die Menschen und beeinflusst die Menschen der Zeit natürlich noch viel stärker, als es heute der Fall ist. In diese Konstruktion hinein, in dieses Gesamtkonstrukt hinein, entstehen Ordensgemeinschaften, denen Hospitalität wichtig ist. Hospitalität im Sinne einer Gastfreundschaft, die umfassender ist als nur ein Krankenhaus. Die Institutionalisierung sozial-karitativer Aktivitäten hat bereits einige Jahrhunderte vorher eingesetzt und wird in jeder Art von Hilfseinrichtungen für Kranke, für Pilgernde, für Reisende, für Arme gesehen. Das Mittelalter ist geprägt von einem Zusammenhang von Krankheit und Sünde. Krankheit als Strafe für Vergehen. Und damit erwirbt sich der, der pflegt, Verdienste, weil er sich des Sünders annimmt, dem Sünder Gutes erweist. Der barmherzige Samariter, den ich schon erwähnt habe, der Barmherzigkeit und Mitleid in sein Tun hineinstellt. Nicht selbstverständlich in einer Zeit, in der Menschenleben keine besonders hohe Bedeutung haben. Die Gründung des Ordens, so heißt es im Prolog unserer Regel, gab Antwort auf eine konkrete Notlage des Ortes und der Zeit. Die Inspiration, die über dem kleinen und zunächst so zeitgebundenen Beginn des Ordens lag, erwies sich als Anruf Gottes an Menschen, die bereit sind, in der Nachfolge Christi an seinem Erlösungswerk mitzuarbeiten. Im Vernehmen des göttlichen Anrufs und im demütigen Dienst nehmen sie teil an Christi Heilstat. In der Ausrichtung ihres Lebens auf den Herrn werden sie Diener seines Reiches. Im Mildern der Not, in der Pflege der Kranken und Alten, im Helfen und Heilen findet diese Ausrichtung sinnvolligen Ausdruck. Zu allen Zeiten und durch die Wirrnisse der Geschichte hindurch haben die Mitglieder des Ordens an dieser Inspiration ihres Ursprungs festgehalten. Darum auch bei jeder Gelegenheit danach trachten, Werke der Nächstenliebe zu üben, und besonders den kranken und vereinsamten Menschen Trost und Hilfe zu leisten. Die Sorge für die Kranken und Vereinsamten ist einer der wichtigsten Teile der Hirtenaufgabe in der Seelsorge. Durch deren eifrige Pflege erwerben die Brüder reiche Gnade bei Gott. Sie geben damit ihren Worten das größte Ansehen beim Volk, lernen den sittlichen Wandel und die Bedürfnisse der Familie besser kennen und können so manchem Übel leichter abhelfen. Diese Sätze stammen aus der Konventsregel 1929. Gehen wir auf Dinge ein, die den Orden in seiner Spiritualität prägen. Das zunächst das Kreuz. Ich will mich in nichts rühmen außer dem Kreuz unseres Herrn, sagt Paulus schon. Wenn bei Professfeierlichkeiten, wenn Brüder und Schwestern Gelübde ablegen, aber auch wenn wir Familiaren aufnehmen, unseren Laienzweig, dann wird ein Gebet gesprochen, das das sehr schön zusammenfasst. Dort heißt es, nimm dieses Kreuz, Zeichen der Liebe Gottes und des Ordens.
Wenn du es trägst, bemühe dich, den Menschen ein Vorbild zu sein in Wort und Werk, um damit zu erweisen, dass Gott mit dir und in dir ist. Dir sei es Kraft und Stärke im Leben, Trost und Zuversicht im Sterben, Ehre und Ruhm in Ewigkeit. Das Kreuz ist das Zeichen für Gottes Nachgehen bis in die tiefste Verlassenheit. Es ist geprägt von der Ambivalenz, einerseits ein Marterwerkzeug der Antike zu sein, für uns Christinnen und Christen, für jene, die glauben können, aber auch Zeichen des Heiles. Diese Erlösung, dieses Heil spiegelt sich im Ordenskreuz wider. Schwarzes Kreuz auf weißem Grund. Das Halskreuz der Brüder und Schwestern hat auch noch einen leichten goldenen Rand. Hinweis darauf, dass der Karfreitag, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass hinter dem Schwarz und dem Dunkel des Karfreitags das Licht des Ostermorgens aufstrahlt, die Auferstehung aufstrahlt. Und damit, und darauf verweist das Gold, der Himmel sich ein wenig öffnet. Jesus wird Mensch. Mit allem, was dazugehört, außer der Sünde. Und diese Menschlichkeit Jesu macht diesen Gott für uns so erfahrbar und so spürbar. Es ist die Hinwendung Gottes in Jesus zum Menschen, der krank ist, der schwach ist, aber auch zu dem, der sich schuldig gemacht hat. Jener Schächer am Kreuz, dem Christus verspricht, ihn ins Paradies mitzunehmen. Davor jene Ehebrecherin, die Christus nicht verurteilt, und der ja vor der Steinigung bewahrt. Ohne dass er dabei Schuld schönredet. Aber er sieht den Menschen, er sieht das Bemühen des Menschen und er lebt damit die Barmherzigkeit Gottes. Das, was Christus Nachfolger ausmacht, ist der Blick auf das Kreuz, ist der Blick auf Christus und damit auf das Leben in all seinen Facetten und ist das Wissen darum, dass uns alle in diesem Kreuz Heil geschenkt ist und dass wir alle aus diesem Kreuz heraus Leben erfahren dürfen. Und so wie Christus die Arme am Kreuz ausspannt, um die ganze Welt zu umarmen, auch wir uns hineingenommen wissen dürfen in diese Umarmung Gottes, die voller Barmherzigkeit ist und die uns auch immer wieder einen Neubeginn ermöglicht. Das zweite prägende Element ist Maria. Schon die Ordensbezeichnung führt sie an. Von allem Anfang an beziehen sich die Brüder und Schwestern auf die Gottesmutter. Ihr Satz bei der Hochzeit von Kanaan, was er euch sagt, das tut, ist auch Leitbild für die Ordensgemeinschaft. Maria verweist auf Christus. Nicht sie ist das maßgebliche Element, sondern der, den sie geboren hat, weil sie sich eingelassen hat auf Gottes Heilsplan. Weil sie Ja gesagt hat, Ordensgemeinschaft. Maria verweist auf Christus. Nicht sie ist das maßgebliche Element, sondern der, den sie geboren hat, weil sie sich eingelassen hat auf Gottes Heilsplan, weil sie Ja gesagt hat zu der Botschaft des Engels. Auf Gott einzulassen, ihm zu vertrauen und sich von diesem Gott als Teil eines Heilsplanes einbauen zu lassen, als Werkzeug Gottes gleichsam verwenden zu lassen, das ist das, was Maria uns lehren kann. Und das heißt nicht, dass es darum geht, ein willenloses Werkzeug zu gehen, sondern es heißt, sehr konstruktiv, sehr kreativ Wege zu suchen, um diesem Reiche Gottes zum Durchbruch zu verhelfen. Maria war dafür in ganz besonderer Weise vorhergesehen. Ohne Erbsünde empfangen, wird die Grundlage gelegt dafür, dass sie zum Tempel Gottes werden kann, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringt. Maria ist die stille Zeugin des Lebens Jesu. Sie kennt Armut, sie kennt Angst, sie kennt die Not und sie ist eine von diesen unglaublich starken Frauen. Sie hält es aus, unter dem Kreuz zu stehen, wenn die Jünger sich längst angstvoll verkrochen und versteckt haben. Maria sieht zu, wie der eigene Sohn leidet und stirbt und hält es aus, so wie Mütter das
durch alle Generationen hindurch getan haben. Sie lehrt uns, was es heißt, Glaube, Liebe und Hoffnung zu verbinden. Sie lehrt uns, auch wenn wir nicht verstehen, Gottes Wege gehen zu wollen, weil wir aus dem Vertrauen leben dürfen, dass dieser Gott uns zum Heil führt, weil wir aus der Gewissheit leben dürfen, dass wir für dieses Heil bestimmt sind. Eine der großen Persönlichkeiten, die den Orden geprägt hat, ist die bereits erwähnte heilige Elisabeth von Thüringen. In Punkt 68 der Brüderregel heißt es: Schon bald nach ihrem Tod wurde die heilige Elisabeth von Thüringen von den Brüdern zur Patronin des Ordens erkoren, da sie den verborgenen Dienst am Gottesreich vorlebte und einzigartig verkörperte. Als Frau und Mutter mit einem liebenden Herzen sei sie uns Vorbild tätiger Liebe. Elisabeth ist in vielerlei Hinsicht eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit. Da ist zunächst ihre Herkunft als Königstochter, als Braut und später Frau und Witwe des Landgrafen von Thüringen. Höchster gesellschaftlicher Stand. Der Hof von Thüringen, an dem sie aufwächst und an dem sie lebt, ist kulturelles Zentrum des damaligen Deutschlands. Das, was sie tut in dieser Hinwendung zu den Armen, ist an Exzentrik und an Außergewöhnlichkeit kaum vergleichbar. Sie tut das, was dann in unseren Tagen im letzten Jahrhundert eine Mutter Teresa von Kalkutta getan hat. Nicht von oben herab, sondern selbst sich hinschenken. Durch ihre Abstammung ist Elisabeth mit wichtigen Persönlichkeiten in Europa verwandt. Ihre Mutter Gertrud stammt aus dem Haus der Anneximeranier. Eine ihrer Tanten ist Königin von Frankreich, eine weitere Tante Herzogin von Schlesien. Ihr Onkel Egbert, Bischof von Bamberg, und ihr Onkel Berthold, Patriarch von Aquileia. Diesem Kind, das da geboren wird, ist eine glänzende Zukunft vorhergesagt. Und die Frau, die es werden wird, lebt in aller Konsequenz und völlig unbeirrbar und ohne Rücksicht auf das, was man tut oder nicht tut, die Nachfolge Jesu Christi. Der damalige Josef Kardinal Ratzinger hat in einer Predigt 1991 gesagt, Gott war für sie Wirklichkeit. Sie hat ihn als Wirklichkeit genommen und ihm darum Zeit in ihrem Leben eingeräumt, sich ihn und seine Nähe etwas kosten lassen. Und weil sie Gott wirklich entdeckt hat, weil Christus für sie nicht eine ferne Gestalt, sondern der Herr und Bruder ihres Lebens geworden war, darum hat sie von Gott her den Menschen, das Abbild Gottes, entdeckt. Und darum Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe unter die Menschen tragen wollen und können. Nur wer Gott findet, kann wahrhaft menschlich werden, sagt Kardinal Ratzinger. Sie lebt vor 800 Jahren das, was Papst Benedikt XVI. In Deus Caritas Est zu treffenden Worte kleidet. Nur meine Bereitschaft, schreibt der Heilige Vater, auf den Nächsten zuzugehen, ihm Liebe zu erweisen, macht mich auch fühlsam Gott gegenüber. Wenn ich aber die Zuwendung zum Nächsten aus meinem Leben ganz weglasse und nur fromm sein möchte, nur meine religiösen Pflichten tue, dann verdorrt auch die Gottesbeziehung. Dann ist sie nur noch korrekt, aber ohne Liebe. Nur der Dienst am Nächsten öffnet mir die Augen dafür, was Gott für mich tut und wie er mich liebt. Die Heiligen, denken wir zum Beispiel an die selige Teresa von Kalkutta, und das geht in gleichem Maße natürlich auch für die heilige Elisabeth, haben ihre Liebesfähigkeit dem Nächsten gegenüber immer neu aus ihrer Begegnung mit dem eucharistischen Herrn geschöpft. Und umgekehrt hat diese Begegnung ihren Realismus und ihre Tiefe eben von ihrem Dienst an den Nächsten hergewonnen. Gottes und Nächstenliebe sind untrennbar, schreibt Papst Benedikt. Der Leitsatz Elisabeths von Thüringen war: Wir müssen die Menschen froh machen. Und das nicht als ein frommes Wort, sondern durch das eigene Leben, als ein Mensch, der an Gottes Hand geht. Elisabeth lebt unter dem Kreuz. Sie blendet das Leid nicht aus. Sie zieht sich nicht auf die heile Welt der Burg zurück, sondern sie steigt hinab in die Gossen,
in die Häuser der Armen, in den Dreck der Straßen. Und sie tut selbst. Sie pflegt, sie speist, sie wäscht die Kranken, kümmert sich selbst um sie. Und erlebt das Kreuz, das diese Menschen zu tragen haben, indem sie selbst aus dem Kreuze Christi Kraft schöpft. Überall, wo Lasten mitgetragen, Leid gemindert, Schuld, Vergebung, Versöhnung ermöglicht, eben wo barmherzig gehandelt wird, wird Gott verherrlicht und darin der Mensch groß gemacht, hat Bischof Wanke einmal gesagt. Genau das ist das Erbe Elisabeths für den Deutschen Orden. Das Bemühen, diese Dinge umzusetzen, für die Menschen erfahrbar zu machen, das ist der Auftrag an die Brüder, Schwestern, Familiarinnen und Familiaren unseres Ordens auch heute. Elisabeth war der Prototyp für das Helfen und Heilen. Die Einrichtungen heute, der Alten- und Behindertenpflege, der Suchthilfe, der Jugendhilfe, sie spiegeln das wider. Dort wird Menschen versucht, mit dem liebenden Blick Gottes zu begegnen. Versucht, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Güte durch das eigene Tun für Menschen erfahrbar zu machen, die oft genug in ihrem Leben nicht viel Güte und Zuwendung erfahren haben. Der zweite Schutzpatron unseres Ordens ist der heilige Georg, den Sie hinter mir auch sehen. Auch wenn Georg als historische Person schwierig fassbar ist, so ist es doch das ritterliche Element, das er verkörpert, das für die Tradition und die Gestalt des Ordens über viele Jahrhunderte bis in unsere Tage maßgeblich war. Es ist der Einsatz für die Schwachen und Armen. Und es ist eben genau dieses ritterliche Element, für das Georg steht, auch gewesen, das den Orden ja bis ins 20. Jahrhundert hinein geprägt hat. Eben nicht mehr als Kampf mit dem Schwert, sondern als Einsatz für die Schwachen. Das Wehren der Not, der Aufbau des Reiches Gottes. Aber auch, und dafür steht Georg auch, das Bekenntnis zum Glauben. Der heilige Franziskus hat gesagt, verkündet den Menschen das Evangelium notfalls mit Worten. Es darf nicht bei flachen Worten bleiben, nicht fromme Parolen, sondern man muss uns ansehen und anspüren, dass wir von diesem Geist erfüllt sind, dass wir getragene und von Gott gehaltene Menschen sind. Und das Zentrum, doch dafür steht die Ritterlichkeit des Georg, muss der Mensch sein. Gemeinsam. Bewusstsein, dass wir als pilgerndes Volk unterwegs sind. Nicht besser, nicht schlechter, sondern alle gemeinsam unterwegs sind. Dass wir uns einander Raum lassen müssen. Und dass wir einander, wo immer es uns möglich ist und so sehr wir uns darum bemühen, mit Wertschätzung begegnen müssen. Wenn man die Spiritualität des Deutschen Ordens betrachtet, dann kommt man nicht umhin, dort auch schon sehr früh ein Laienelement zu finden. Nicht nur, weil die Gründer des Ordens selbst Kaufleute waren, sondern auch, weil es sich in der Zugehörigkeit und der verschiedenen Stadien der Zugehörigkeit zum Orden durch alle Jahrhunderte hindurchzieht. Als eine Frucht des Zweiten Vatikanischen Konzils dürfen wir auch das Institut unserer Familiaren verstehen. Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums zu deuten, wie es Gaudium et Spes in Nummer 4 sagt, ist eine der Grundlagen dafür gewesen, warum dieses Institut nach dem Konzil entsteht. Männer und Frauen, Familiarinnen und Familiaren, haben, wie es die Konstitution Apostolicam Actuositatem ausdrückt, Anteil an der Sendung der Kirche. Und schon in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts formulierte das Konzil weiter: Unsere Zeit aber erfordert keinen geringeren Einsatz der Laien. Im Gegenteil, die gegenwärtigen Verhältnisse verlangen von ihnen ein durchaus intensiveres und weiteres Apostolat. Das Apostolat in der Welt ist und war von allem Anfang an Wirkungsfeld des Deutschen Ordens. In den unterschiedlichsten Formen der Bindung an diesen Orden bis hin zu den ewigen Gelübden. Die Welt, sagt dieses Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils, die Welt soll durch die Laien durchheiligt werden. Gerade dort, wo diese ihre ihnen eigene Lebensverantwortung wahrnehmen. Denn, so fährt das Dekret weiter,
Die geweihten Hirten wissen sehr gut, wie viel die Laien zum Wohl der ganzen Kirche beitragen. Sie wissen ja, dass sie von Christus nicht bestellt sind, um die ganze Heilsmission der Kirche an der Welt allein auf sich zu nehmen, sondern dass sie ihre vornehmlichste Aufgabe ist, die Gläubigen so als Hirten zu führen und ihre Dienstleistungen und Charismen so zu prüfen, dass alle in ihrer Weise zum gemeinsamen Weg einmütig zusammenarbeiten. Diese Passage stammt aus Lumen Gentium Nummer 30. Dieses Apostolat der Laien ist sogar, wenn man so will, auf eine gewisse Art von einer Heilsnotwendigkeit. Dort nämlich, wo es um die ganzmenschliche Vollendung des Menschen als Person und als Gemeinschaft schon im Diesseits geht und das Bewusstsein lebt, dass ewiges Leben Vollendung gibt. Innerhalb der Gemeinschaft der Kirche, sagt Apostolicam Actuositatem, ist das Tun der Laien so notwendig, dass ohne dieses auch das Apostolat der Hirten meist nicht zu seiner vollen Wirkung kommt. Und es kann durch nichts ersetzt werden. Kirche war und ist nie eine One-Man-Show. Kein Ich, sondern Kirche ist immer ein Wir. Die praktische, handgreifliche Umsetzung dessen, was die Gründer vor Akkon geleistet haben, die nicht gefragt haben, wer ist schuld daran, die nicht gefragt haben, haben sie das Verdienst oder was geht es mich an, sondern die ihren Glauben gezeigt haben in den Werken. Menschen, die nicht nur ihren Job machen, sondern die mehr tun, die sich einbringen. Die Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedürftigen aller Art, teilen. Weil es auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi ist. Und es gibt nichts wahrhaft Menschlicheres, das nicht in ihren Herzen seinen Widerschall fände, wie es Gaudium et Spes formuliert. Genau das wird deutlich in den Menschen, den Frauen und Männern, die als Pflegende in der Krankenpflege tätig sind. Aber auch dort, wo Familiaren sich um Bedürftige, um Arme, um Kranke kümmern, auch wirtschaftliche Verantwortung für die Werke der Brüder und Schwestern übernehmen. Der Deutsche Orden in seiner 830-jährigen Tradition und Geschichte war nie ein Konstrukt aus Rechtsvorschriften, war nie nur Widerschein seiner Bauwerke, seiner Errungenschaften, sondern das, was den Deutschen Orden prägt und geprägt hat, waren immer die Menschen. Sie geben dem Orden ein Gesicht und sie sind es, die bemüht sind, die Zeichen der Zeit wahrzunehmen, Hospitalität im weitesten Sinne zu leben. Auf der Grundlage der Tradition, und dort zeigt sich der Orden durchaus durch alle Jahrhunderte auch kreativ, innovativ und modern, und alle Bereiche des Ordens zusammen, die Brüder, die Schwestern, die Familiarinnen und Familiaren, gemeinsam unterwegs auf dem Weg der Nachfolge, gemeinsam unterwegs im Dienst am Aufbau des Reiches Gottes. Bis in unsere Tage hat sich die Geschichte unseres Ordens mit dem Kreuz und unter dem Kreuz vollzogen, wie es im Prolog der Regel heißt. In den Vernichtungen und Zerstörungen, die der Orden erleben musste, ist immer wieder das Kreuz sichtbar geworden. So ist die Geschichte unseres Ordens ein Weg zur Vollendung der Hingabe ans Kreuz und damit zur Glorie des Kreuzes. Dieser hingebende Dienst, der vielfältige Formen annehmen kann, geschieht im Verborgenen, wie auch das Reich Gottes im Verborgenen wächst, aber auch auf seine Vollendung und Offenbarung hin. Lassen Sie mich am Ende noch ein wenig auf die Frage der Bedeutung für das Heute eingehen. Worin liegt das Potenzial einer Gemeinschaft wie der des Deutschen Ordens? Ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist, dass es keine theoretische Spiritualität ist. Wir haben keine heilige Gründerfigur, die uns einen großen Schriftenkanon hinterlassen hat, an der wir unsere Spiritualität festmachen können. Die Spiritualität unserer Gemeinschaft war immer eine
mit einem sehr konkreten Sitz im Leben, mit einem sehr praktischen Ausdruck. In der Tätigkeit des Ordens und in der Spiritualität des Ordens, die hingerichtet ist auf die Armen, auf die Kranken, auf die Bedürftigen, wird auch immer wieder deutlich, dass diese geistige Grundhaltung, dass dieser Glaube eben gerade auch im Leiden standhält. Nicht als etwas, was Gott in der Welt haben will, sondern als etwas, was zum Leben der Menschen dazugehört. Und es unser Auftrag ist, unser Bewusstsein von Gott her ist, dieser Not Abhilfe zu schaffen, sie zu lindern. Und ich glaube, dass diese Spiritualität, die grundgelegt ist in Kreuz und Auferstehung, auch ein großes Maß an Hoffnung mit sich trägt. Dass durch alles Leid hindurch, dass durch alle Mühsal hindurch Gottes Liebe, Gottes Erlösungswerk den Sieg davon trägt. Die Frage, die in der Vorbereitung gestellt wurde, ist, wofür brennen wir und worum ringen wir? Ich glaube, wofür wir brennen, ist tatsächlich dieser Ursprungsauftrag des Helfen und Heilens, ihn umzusetzen in ganz moderner Form, ihn umzusetzen in den Bedürfnissen der Zeit. Worum wir ringen, ist das authentische Leben dieser Nachfolge, ist das immer wieder neu in der konkreten Situation umsetzen und das immer wieder neu sich rückbinden an die Heilige Schrift, an Gott, an seinen Geist. Und dieses bei den Menschen sein, gerade durch die Pandemie natürlich auch erschwert, aber darin auch umso deutlicher werdend, wie wichtig uns dieser Punkt ist, bei den Menschen zu sein, ihnen zu helfen und beizutragen, dass sie heil werden können. Worauf wir bauen? Und ja, zum einen natürlich auf Geschichte und Tradition unserer Gemeinschaft. Aber diese Geschichte und Tradition ist auch etwas sehr Ambivalentes. Es ist einerseits ein Erbe mit positiven, aber auch mit schwierigen Aspekten. Und andererseits ist es immer auch Auftrag. Das, was das Fundament unseres Ordens bildet, ist unser Glaube. Ist der Glaube an Jesus Christus. Ist der Glaube an die Liebe Gottes. Ist das Wissen darum, dass Gott uns einen Auftrag gegeben hat, als Gemeinschaft zu wirken, so wie wir wirken durch die Jahrhunderte hindurch, weil wir versuchen, es in seinem Sinne zu tun. Prüft alles, behaltet das Gute, heißt es im Thessalonicher Brief. Wir dürfen aus der Geschichte erkennen, dass der Orden stets modern war, dass der Orden die Entwicklungen, die Strömungen der Zeit wahrgenommen hat, ohne dabei seine Grundwerte aufzugeben, aber sich in gewisser Weise auch der Situation, den Orden, den er gestellt ist, hinein anpassen konnte. Wir dürfen aus der Geschichte erkennen, dass es immer schon unterschiedliche Grade der Zugehörigkeit zu diesem Orden gibt, was uns ein breites Feld eröffnet. Und wir dürfen aus der Geschichte erkennen, dass jede Zeit ihre Herausforderung hat und dass jede Zeit ihre Chancen hat. Und erlauben Sie mir, noch einmal mit der Aussage zu schließen, das, was den Orden, was alle unsere Orden, was Kirche ausmacht, sind immer die Menschen. Sie geben den Orden ein Gesicht. Wir machen die Ordensgemeinschaften, deren Spiritualität für die Menschen erfahrbar. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute und vielleicht bis irgendwann.